Turnier Leben Wrestling. Name für Damenturnier der WWE bekannt. Bereits seit Monaten gibt es Gerüchte über eine mögliche Variation des King of the Ring Turniers für die Frauen des WWE-Rosters. Nun bestätigte Andrew Zarian vom Madman Pro Wrestling Podcast, dass dieses Turnier Teil der Planung des Marktführers ist und das Finale wie bisher angenommen bei Crown Jewel stattfinden soll. Allerdings soll das Turnier nicht wie bisher vermutet den Namen Queen of the Ring tragen, sondern Queen's Crown Tournament heißen. Doch kein Bella Twins Comeback? Nachdem in den vergangenen Monaten immer wieder über ein mögliches Comeback der Bella Twins spekuliert wurde, erteilte Nikki Bella diesen Gerüchten nun eine klare Absage. So gab sie während des Sip in the Tea Podcasts bekannt, dass sie aktuell keine Ringfreigabe habe und diese in naher Zukunft auch nicht erhalten werde. Zwar würde sie sich wünschen, eines Tages vor den Augen ihres Sohnes noch einmal in den Ring steigen zu können, allerdings sei dies aktuell sehr unwahrscheinlich. Schlechte Verkaufszahlen für Survivor Series Tickets. Wie aus dem Wrestling Observer Newsletter hervorgeht, wurden aktuell erst knapp 6.800 Tickets für die diesjährige Survivor Series verkauft. Das Event findet am 21. November im 16.000 Zuschauer fassenden Barclays Center in Brooklyn statt. Von den bisher verkauften Tickets sollen fast 45% nicht von Fans, sondern von Zweithändlern gekauft worden sein. Auch für andere Events hängen die Ticketverkäufe den Ansprüchen der WWE bisher hinterher. So steht die Company für den Monat September hinter All Elite Wrestling, was die durchschnittliche Zuschauerzahl vor Ort angeht. Das berichtet das Portal WrestleTix. Neuer Titel bei Impact Wrestling. Während der vergangenen Ausgabe von Impact Wrestling gab die Promotion die Einführung der Digital Media Championship bekannt. Der erste Titelträger dieser Championship soll innerhalb eines Turniers ermittelt werden, das hauptsächlich auf den Plattformen Impact Plus und YouTube laufen soll. Das Finale soll während des Bound for Glory Pay-Per-Views stattfinden.